select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Endstand, Oberliga Baden-Württemberg, Karlsruhe-SC, 2:3. Andreas, insgesamt fand ich, dass ihr auf Augenhöhe gespielt habt. Am Anfang war halt Nöttingen etwas gefährlicher. Im letzten Spieldrittel seid ihr dann aufgekommen. Wie hast du es gesehen und erlebt? Ja, ich denke, wir haben von Anfang an das Spiel kontrolliert, meiner Meinung nach. Haben gute Ball laufen gelassen. Bis zum 16er auch gut kombiniert. Der letzte Pass hat etwas gefehlt. Und Nöttingen war dann einfach, ja, durch ihre Konter effektiv. Hat man heute 3 Punkte verschenkt? Ja, also die Niederlage ist auf jeden Fall sehr unglücklich. Ich denke, einen Punkt müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Klar, die Tore waren ein bisschen unglücklich, sage ich mal. Die kann man besser klären, müssen wir konsequenter klären. Aber trotzdem haben wir es dann alles nach vorne geworfen. Wir haben alles versucht, alles in die Waagschale geworfen und leider hat es dann nicht zum Punkt gereicht. Was denkst du, merkt man, dass dass die zweite Mannschaft nächste Saison nicht spielt? Gibt die Mannschaft 100%, wie siehst du es? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das hat... Jeder will nochmal, jeder will hier Gas geben, jeder hat einen Anspruch an sich selbst. Jeder will nochmal Punkte holen, Spiele gewinnen, egal was nächstes Jahr ist. Du bist ja lange verletzt gewesen, bist ja eigentlich für die erste Mannschaft, in der ersten Mannschaft aktiv, Profi. Jetzt spielst du seit ein paar Spieltagen wieder. Wie geht's dir jetzt gesundheitlich und wie fit bist du? Ja, gesundheitlich geht's mir Gott sei Dank gut, habe alles gut überstanden, bin schmerzfrei, konnte auch die letzten Wochen, Monate voll trainieren, habe jetzt auch immer wieder mal hier in der zweiten Mannschaft gespielt. Und ja, hoffe, dass es dann jetzt immer mehr kommt und dass die letzten Prozente vollkommen. Was denkst du, wann du wieder hundertprozentig da bist? Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, diese Saison wird schwierig, weil ich denke auch, die Mannschaft spielt gut. Da ist es auch gerade schwierig reinzukommen. Deswegen gedulde ich mich jetzt einfach auf die nächste Saison spätestens und greife dann da in der Vorbereitung voll an. Wird es dann in der zweiten Liga sein? Was meinst du? Ich hoffe doch, ja. Es ist ja jetzt, ich habe es schon angesprochen, die Schlussrunde quasi für die zweite Mannschaft nach 50 Jahren oder so, oder länger, eigentlich seit den 50er Jahren. Ein paar Worte von deiner Seite dazu und künftig wird die zweite Mannschaft ja vielleicht fehlen, auch für solche Fälle wie dich, um dich heranzuführen an das Leistungsniveau der ersten Mannschaft. Ja, das auf jeden Fall. Also für die Spieler, wo dann oben nicht zum Zuge kommen, ist es natürlich gut, Spielpraxis zu holen. Was für Gründe das dann auch immer hat, das hat der Verein so entschieden und das muss man so akzeptieren. Und ja, so ist es. Ja, wie geht es jetzt für euch weiter, für die zweite Mannschaft? Dienstag ist, glaube ich, das nächste Spiel, soweit ich weiß. Auch daheim nochmal und da, ja, wollen wir dann nochmal die 3 Punkte holen. Wollt ihr voll angreifen? Auf jeden Fall. Andreas, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, ciao. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.